Hallo. Hat wohl ein schlechtes Gewissen, der Herr. Hm? Bei 150.000 Mark, da könnte ich keine Nacht mehr schlafen. Willst du nicht ablegen? Danke, aber ich fahre gleich wieder. Und du glaubst, dass Christa mitspielt? Hallo. Was kann er gegen ein Hobby haben? Daniel. Oma. Ich glaube, die sind gar nicht da. Und Motorradfahren ist ein Hobby. Aber nicht, wenn du dich beim ADAC bewirbst, um als Stauhelferin auf die Piste zu gehen. Du absolvierst ein Sicherheitstraining. Du belegst einen Kurs in Psychologie und Erste Hilfe beim Roten Kreuz. Ist alles ein Hobby. Ich verdiene keinen Pfennig. Ah, die sind ja süß. Tina, da klingelst du bei Chris auf allen Leitungen. Das ist ein Job. Na, du Seeräuber. Wie war's denn so hier bei Oma und Tina? Schön. Hast du auch keinen Terror gemacht? Nein, er ist immer ganz brav ins Bett gegangen. Fragt sich nur wann. Ja. Alles gut gegangen? Bei uns geht doch immer alles gut. Du weißt ja, dass ich einen kleinen Jungen habe. Oh Mann. Hier. Danke. Erkälte dich nicht, mein Schatz. Also, tschüss. Tina, was ist dieses Motorrad wert? Ach, Oma, so ein Startkapital lässt sich doch auch anders auftreiben, hm? Schon gut. Vergiss es. Danke. Ich schaff das auch so. Danke. Was hat er neuerdings gegen tiefe Ausschnitte? Nichts. Nur bei mir. So wie sie verheiratet sind. Wo die Bremsen sind, weißt du ja. Du fliegst gleich runter. Bitte nicht.